Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Letzte Folge rechts oben beim i verlinkt, könnt ihr unbedingt vorbeischauen, denn da haben wir zwei Kracherspiele gehabt und haben beide sehr gut bestritten und dadurch haben wir es einfach geschafft, Meister zu werden und in das Halbfinale der Champions League zu kommen. Lewandowski freut sich hier gegen Juventus spielen zu dürfen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge, die auch schon morgen online kommen soll. Also müsst ihr euch gar nicht mehr so lange gedulden. So, auswärts, ich bin mal gespannt, wie ich heute drauf bin. Gestern die Folge, was ich aufgenommen habe, war ja super. Jetzt heute ist für mich auch Dienstag, also ich nehme es quasi an dem Tag auf, wo es auch online kommen soll. Wahrscheinlich kommt es wieder auch ein bisschen später abends, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber ich bin mal gespannt, wie ich heute drauf bin. Wäre natürlich wichtig, hier uns trotzdem nicht unterkriegen zu lassen. Auch wenn wir jetzt hier schon die Meisterschale gewonnen haben, beziehungsweise die B- und C-Elf spielen lassen. Augsburg steht auf Defensiv, nicht so wie im DFB-Pokal. Da haben sie ja irgendwie auf Offensiv gestellt. Diesmal haben sie aus dem Fehler gelernt. Jetzt wollen sie defensiv und eher von hinten raus angreifen. Und Fried! Jawohl! Oji Fried, glaube ich, so heißt er, mit dem 1:0 in der 20. Spielminute. Man kann natürlich hier nicht erwarten, dass wir wie mit der anderen Mannschaft minütige Chancen haben, aber Kimmich geht hier, also das war schon ein harter Zweikampf. Finde ich krass, dass der Schiri den da durchgehen lassen hat. Habe ich nichts dagegen, schöne Flanke danach von Kimmich und Fried steht richtig und nickt den Ball ein zum 1:0. Nice one. Und Alphonso Davies, Kimmich auf Fried, was, dass der den nicht gemacht hat. Als ob. Also Davies hätte hier schon besser abschließen können. Kimmich mit einem schönen Pass eigentlich in die Mitte und Fried, bitteschön, so knapp. Ivan Perisic. Ah, wie knapp. Fuck, es war zu spät abgeschlossen, aber ich habe mich nicht früher getraut, weil es eine sehr, sehr enge Kiste war. Guter Versuch von Perisic, Torwart dran und der Ball knapp über den Kasten. War wirklich sauknapp und jetzt die Ecke. Und da ist Davies und da ist die Latte und da ist Hernandez und da ist der Torwart. Ah, was? Und jetzt Goretzka, das gibt's nicht. Mann, dass wir hier nicht 2:0 führen, ey, das ist so schade. Ja, 1:0, also es ist definitiv in Ordnung. Aber wenn ich meine Chancen gegen Juventus auch so verwerte, dann kannst du es vergessen wahrscheinlich. Also, eieiei. 9 Schüsse, 5 aufs Tor, Augsburg 0:0. Und wir führen nur mit einem Tor, also, ja, wie gesagt. Oh, was für eine gute Chance von Augsburg. Und da ist Serge Gnabry. 2:0 in der 81. Spielminute eingewechselt und umgerührt. Die Entscheidung damit, würde ich sagen. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar deutlich an Niveau verloren. Augsburg ist relativ ausgeglichen mit uns. Aber durch die Einwechslung jetzt das 2:0 erzielt. Sehr wichtig. Und Gnabry an den Pfosten. 20 Sekunden sind noch zu spielen. Das wäre fast das 3:0 gewesen. Eine Chance bekommen wir noch. Gnabry mit der Flanke auf Haaland. Die geht aber absolut durch. 2:0 gewonnen. Und jetzt spielen wir zu Hause in München gegen Paderborn. Dortmund verliert 4:1 gegen Mainz. What the fuck? Ja, nicht schlecht. Dadurch den Abstand quasi noch mehr ausgebaut. Schalke zieht damit an Dortmund vorbei. Also, sehr interessantes Duell da. So, Anstoß von Fried zu Hause in München.
Mal schauen, das ist natürlich für die jungen Spieler jetzt nochmal was ganz Besonderes, auch mal in der Allianz Arena zu spielen. Haben die ein oder andere bestimmt natürlich auch schon gemacht. Wir haben die Aufstellung eigentlich nicht verändert in dem Sinne. Wir haben nur Will hier drin oder so ähnlich. Tolisso dafür aus der Rechtsverteidigerposition und damit Kimmich auch aus der Mannschaft rausgenommen. Schauen wir mal, was hier läuft. Wie gesagt, verlieren wäre nicht schlimm, aber ich würde trotzdem gerne einen Sieg mitnehmen. Und auch Paderborn ist eine Mannschaft, die hier auf defensiv stellt. Und wir sind eine Mannschaft, die jetzt schon den zweiten Fehlpass innerhalb der ersten 5 Minuten gespielt hat. Danke dafür. Alles klar. Perisic, jawohl! Eiskalte Bestrafung für dieses komische Foul oder Tackle oder was auch immer. Also Schiri hat ja nicht mal gepfiffen. Das ist ja das Lächerliche. Guck dir das an, ich werde da gestreckt und er pfeift nicht. Aber Perisic mit seinem starken Linken zwirbelt ihn da an den Innenpfosten und rein. Schön gemacht, 1:0 in der 31. Spielminute. Oh, gar nicht so schlecht der Kopfball, aber leider nicht aufs Tor. Jawohl, 1:0 zur Halbzeit. Schwaches Spiel. Ein Mann, der eigentlich in dieser Aufstellung wichtig ist, ist Goretzka. Ist bisher aber echt total untergegangen, also komplett. Und das macht es mir nicht einfach, da vorne was zu kombinieren. Deswegen bisher echt relativ schwach. Das haben sie gut gemacht und da stehen sie vorm Tor. Erster Schuss von Paderborn. Im gesamten Spiel in der 55. Spielminute. Ulreich pariert zur Ecke. Oh Gott. Da ist die Mama. Oh Gott, was der Strillen! Was für ein Ding! Sven Michel in der 59. Spielminute und er hat einen Anfall. Was für ein komischer Torjubel war das denn? Scheiße! Feiere ich nicht ganz so. Hier Mamba durch. Hernandez blockt aber noch sehr wichtig und entscheidend und Michel zieht einfach ab. Und auch noch mit seinem schwachen Rechten. Und er geht an beide Pfosten und kullert ins Tor. Ja, nicht unverdient. Aber natürlich ziemlich beschissen für mich. Und da ist das 2:1. Und es war klar. Wollte ich schon sagen, das wird jetzt nicht mehr lang dauern. Ich will halt nicht wechseln, das ist so das Problem. Das andere Spiel ist in 3 Tagen. Es muss jetzt nicht zwingend sein, dass wir hier wechseln. Ich merke, dass sie halt gut kontern und da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Ich werde einmal volle Offensive jetzt stellen. Und ungefähr in der 80. dann doch nochmal ein paar Wechsel machen. Einfach in der Hoffnung darauf, dass wir irgendwie das Unentschieden hier mitnehmen. Kann natürlich auch passieren, dass jetzt Paderborn, dadurch, dass ich so auf Offensiv bin, kontert und ich komme ja gerade schon nicht hinterher und wenn ich dann noch weniger hinten habe, dann sowieso nicht. Kann sein, dass wir das Spiel jetzt hier verlieren. Das ist natürlich ganz bitter, zu Hause. So, die Wechsel sind jetzt durch. Ich sehe aber auch gerade, dass Paderborn volle Defensive reingedonnert hat. Also auch sehr interessant. Müller kriegt den Ball da nicht drüber. Scheiße! Fuck! Alter, die Zeit läuft uns halt einfach davon, dafür, dass die hier einfach hinten drin gammeln und jeden irgendwie rausschießen. So, ein Standard vielleicht. Jetzt Latte! Alter, ich dachte, der ist drin. Tolisso kann es ja eigentlich. Der hätte unten durchflutschen müssen. Scheiße, Mann.
Ah, Land! Warum legt er sich denn so weit vor? Scheiße! Ah, Mann, ich wusste das nicht. Hier, der Pass von Müller nicht so schlecht. Ich dachte, jetzt schieße ich mit Haaland, aber er läuft da noch einen guten Meter. Und dann ist der Ball einfach zu weit weg. 4 Minuten Nachspielzeit. Aber die lassen den Ball in den Reihen laufen. Bis vors Tor. Ulreich. So, der gefühlt letzte Angriff. Und damit ist er schon unterbunden. Glaub nicht, dass hier noch was geht. Nee. Nee, nee, nee. Paderborn hat den Ball und schießt ihn auch nur nach vorne. Das war's. Wir verlieren 2:1 zu Hause gegen Paderborn. Ist das bitter. Ist das bitter. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich meine, wir haben kein gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, Goretzka ist da vorne total untergegangen. Ich habe gefühlt gar keine Chancen kreieren können. Und dementsprechend werden wir hier ausgebuht. Leute, bitter, bitter. Prinzipiell, wie gesagt, ist es total egal, dass wir jetzt verlieren. Ich habe ja auch deswegen nicht mit der besten Mannschaft gespielt. Nur gegen Augsburg hat es ja recht gut geklappt, dass es jetzt gegen Paderborn dann genau zu Hause nicht klappt. Das ist natürlich nicht ganz so nice. Natürlich auch nicht ganz so nice für das Spiel gegen Juventus, das jetzt direkt dann kommt. Und natürlich hier steht es, die Siegesserie ist zu Ende. Wir haben echt ganz, ganz viele Spiele hintereinander gewonnen. Und jetzt dann mal wieder nicht. Das ist ein bisschen bitter. Naja, ganz so viele Spiele waren es nicht. Ich habe das Inter-Mailand-Spiel vergessen. Ich dachte, das geht noch ein bisschen weiter hier zurück. Beispielsweise hier seit Union. Da haben wir nämlich auch ein paar Spiele hintereinander gut gewonnen. Inter-Mailand haben wir dann verloren, dann 3 hintereinander wieder gewonnen und jetzt gegen Paderborn wieder verloren. Gut, wie gesagt, ist nicht schlimm. Nächste Folge gegen Juventus, das Hinspiel und das Spiel gegen Schalke 04, die ja quasi direkt hinter uns sind. Also wir können die entweder zum Vizemeister machen oder wir können Dortmund wieder vorbeikommen lassen. Also wird recht interessant. Schaut auf jeden Fall da wieder vorbei. Morgen geht es direkt weiter. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Schaltet wieder mit rein. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.